Guten Tag. Sparmaßnahmen für Gas. Hat das schon mal jemand rechtlich gewürdigt? Ab dem 1.9. ist es verboten, den privaten Pool zu Hause zu beheizen. Naja, so spontan fällt mir dazu ein. Artikel 2 Grundgesetz, allgemeine Handlungsfreiheit, Persönlichkeitsentfaltung. Ich sehe hier keinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erfüllt. Weil ist ja keine Pandemie, ist ja letztendlich nur eine Einsparung von Gas von bis zu 2,5%. Soll aber eine Einsparmaßnahme bis zu 20% sein. Ich weiß nicht, ob der Eingriff in die Privatsphäre in Bezug auf den privaten Pool wirklich verhältnismäßig ist. Jemand sollte sich mal an den Tisch setzen und das rechtlich würdigen.